Wir hupfen zurück in Twi'lex. Dort, wo wir angefangen haben, wie es ausschaut. Ja. Ah. Musst du stören? Wie viel Schaden? Naja, oder auch doch nicht. Warte. Wir sind eine ziemlich eigene Flugbahn. Eine hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Oh je. Yeah. Mist. Oh, diese Krokodilgrauen sind ein Wahnsinn. Wo soll ich hin? Die ist so schnell tot. Muss mir das Wasser austauschen. Das macht keinen Sinn, das zu trinken als Heilung. So. Wenn ich das so trinke, wird das mehr Sinn ergeben. Wo ist es denn? Runter, Echsen. Voll den Blut. Nein. Goldene Loot. Wieder zu viel Borderlands gespielt. Da schauen wir in den Lift rein. Schaut nach meiner Einkaufsliste aus. Honig, Wasser mit Chili. Oh, Drohne ist geglitscht. Ich hab's gesehen. Mit wem fighten die da? Doch nicht mit der dann. Gelandet. Ich glaube, da habe ich ganz am Anfang in Part 1 einmal kurz drauf geschaut, ob ich da mir Stress holen will. Habe mich dagegen entschieden. Nette kleine Brutstelle haben sie hier. Geht ein bisschen dunkle Melex. Ah, die wir nicht zusammenbekommen. Aber auf wieder. War das sowieso noch nie. Die ganz am Anfang von der Map, wo man startet, irgendwo eine legendäre Waffe hinhauen würden. Das würden sie doch nicht tun, oder? Gut, jetzt. Mist. So, werden wir was Besseres finden. Bratenes Setzerbrot. Ja. Ein Silo, zerbrochenes Haus. Bisschen Loot. Dann wieder Scharfschützen. Ich brauche Intelligenztränke. Das sind die Zigaretten. Oberhalb, oberhalb ist er dran. Ja, jetzt. Wollte schon. Ja, wurscht. Hier war ich definitiv noch nie. Interessant hier. Aber keine Loot. Nur eine Krokodilklaue und ein Hetzer. Wow! Drachenechse. Meine ich, wollte ich sagen. Natürlich. Auf jeden Fall nicht zum Looten am Anfang gedacht.
Ah ja, ich habe ihn, glaube ich, schon da oben gesehen. Ah, da unten, nein, nicht da unten. Endlich. Ich dachte schon, ich finde dich nie. Jax, du hier? Bist du gekommen, um mein Leben zu retten? Um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht, was ich mit dir anstelle. Ramm ich dir gleich meine Waffe in den Rachen oder erst später, nachdem du mir einige Dinge erklärt hast? Ah ja, sie haben mit dir gesprochen, nicht wahr? Du hast mit den Skynes geredet. Wundert dich das? Damit musstest du doch rechnen, dass deine Geschichte nicht ewig geheim bleiben würde. Nein, aber ich hatte gehofft, dir das alles in Ruhe erklären zu können, bevor es die Invasoren tun. Dazu hattest du mehr als einmal die Gelegenheit. Ich glaube eher, du hättest das alles mit ins Grab genommen, wenn dich die Umstände jetzt nicht dazu zwingen würden. Na schön, aber wollen wir nicht erst einmal hier verschwinden und dafür sorgen, dass wir nicht... Du gehst nirgendwo hin. Wir reden jetzt erst einmal über deine Vergangenheit und über all das, was du mir und der Menschheit angetan hast. Tja, was habe ich für eine Wahl? Dann lass uns darüber reden, wenn es unbedingt sein muss. Oh. Seit wann wusstest du von diesem Meteoriten und seiner Kollision mit Magallan? Vor oder nach deinem Plan vom ewigen Leben? Der Meteorit war nicht der Anfang. Es dauerte nur 5 Jahre nach seiner Sichtung, bis er auf Magallan einschlug. Doch viele Jahre zuvor, ich war noch ein Mann, der mitten im Leben stand, als ich das erste Mal eine viel wichtigere Erscheinung am Himmel beobachtete. Die Singularität. Sie war faszinierend. Alle Beobachtungen, all die Berechnungen, all die Forschung, die ich an ihr betrieb, waren schweißtreibend und überwältigend. Sie war die Antwort auf alle Fragen, die sich die Menschheit jemals gestellt hatte. Und noch viel mehr als das. Doch ich hatte nicht genug Mittel, um ihre wahre Natur zu ergründen. Wenige Jahre später wurde die Infinite Skies Corporation gegründet und ich war ein Teil von ihr. Ich hatte unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Ich konnte das, was ich am Himmel sah, einfach nicht fassen. Dieses Ding schien alle Regeln der Wissenschaft auf den Kopf zu stellen. Doch die Ergebnisse meiner Forschung und die Lehren, die ich aus dem Verhalten der Singularität ziehen konnte, brachten mir nicht nur Ruhm und Anerkennung bei meinen Kollegen. Viele unter ihnen versuchten, meine Forschungen zu denunzieren, aber ich forschte weiter und stieß bald an meine Grenzen. Das wird länger dauern. Wie hast du das Elix erschaffen? Ich habe es nicht erschaffen. Es war immer schon da. Sie ist es. Die Singularität. Das Elex ist ein Teil von ihr. Es musste nur noch modifiziert und an uns Menschen angepasst werden. Mir wurde meine eigene Vergänglichkeit immer bewusster und ich... Mir wurde plötzlich klar, dass ich die Früchte meiner eigenen Arbeit niemals ernten würde, wenn ich nicht... Der Plan vom ewigen Leben. Ja, auch bei diesem Plan konnte mir die Singularität helfen, ihn in die Tat umzusetzen. Aber das konnte ich nicht hier auf Magallan. Man musste hoch, zu ihr. Nur dort herrschten die notwendigen Bedingungen. Doch hätte eine Reise zur Singularität viel zu lange gedauert. Ich musste erst einmal etwas entwickeln, was uns zu ihr bringen würde. Eine Technologie, die ihr alle schon seit Jahren, seit dem Krieg gegen die Alps am Himmel beobachten könnt. Du meinst diesen seltsamen Ring am Himmel, den der Hybrid erzeugt hat? Ja, genau. Es ist ein künstliches Wurmloch. Eine Brücke von dieser Welt zu einer anderen. Meine Wissenschaftler sind durch dieses Wurmloch hindurchgegangen und als höher entwickelte, unsterbliche Wesen nach über 160 Jahren zu uns zurückgekehrt.
Warum bist du nicht selbst dorthin geflogen? Warum hast du es anderen überlassen, deinen Job zu erledigen? Der Meteorit, ein Felsbrocken von ungeheurer Zerstörungskraft, tauchte auf. Ich hatte die Befürchtung, dass, wenn ich mit ihnen gehe, wir später zu einem Planeten zurückkommen, den der Meteorit in Schutt und Asche hätte legen können. Das hat er dann auch getan. Und du hast es nicht verhindern können. Egal, ob hier oder an einem anderen Ort der Galaxis. Es war nicht die Frage, ob er auf Magalan einschlagen würde, sondern würde die Menschheit diese Katastrophe überleben? Ihr hättet den Planeten retten können. Ihr hättet die Flugbahn des Meteoriten mit euren Raumern verändern können. Das habe ich doch versucht. Ich habe solche Projekte wie Cassandra und Kalan überhaupt erst ins Leben gerufen. Doch die Menschen sind... naja... Wenn erst einmal die Panik ausbricht, dann ziehen die wenigsten am gemeinsamen Strang. Wie ist das erste Elix auf den Meteoriten gelangt? Meine Cassandra-Wissenschaftler mussten sich beeilen, sobald sie bei der Singularität angelangt waren. Schnell hatten sie ihren ersten Erfolg. Das blaue Elix, das sie mit einer Trägerrakete zu uns zurückschickten. Doch es wurde ziemlich schnell klar, nachdem sie gestartet war, dass sie Magalan niemals erreichen würde. Ein fataler Rechenfehler, den sie nicht mehr beheben konnten. Doch konnte die Rakete den Meteoriten erreichen, der sich uns näherte. Und so lenkten sie die Trägerrakete in seine Richtung. Das Elix war hier und ich konnte meine Arbeit aufnehmen. Und du konntest dein armseliges Leben verlängern mit dem Ding, das Millionen von Menschenleben forderte. Ja. Das ist tragisch, aber die Wahrheit. Warum die DNA-Replikation? Warum hast du deine Gene mit mir geteilt? Ich versuche schon seit vielen Jahren, den Planeten auf die Ankunft der Skynes vorzubereiten. Die Alps und ihre Direktive sollten mir dazu verhelfen. Wir waren auf einem guten Weg, wie du weißt. Doch nachdem die Alps damals die ersten Konverter in den Ländern der freien Menschen errichtet hatten, wendete sich das Blatt. Der Hybrid, der ich einst war, spürte die Widerstände im Volke der Alps. Vor allem unter den Technikern gab es viele Zweifler und Saboteure. Die Gründung einer feindlichen Untergruppierung der Separatisten war nicht mehr zu verhindern. Doch es gab dich. Einen höchst effektiven und selbstbewussten Commander. Deine Willensstärke war schon damals sehr groß. Ich führte also eine Replikation meiner eigenen DNA bei dem mental stärksten Alp durch, um mich und mein Vermächtnis zu schützen. Ich schaffte damit so eine Art Hintertür für mich selbst. Unter anderem, weil ich viele Dinge in meiner Kapsel des Hybriden nicht mehr selbst tun konnte. Wie zum Beispiel, mich fortzupflanzen. Das erklärt auch dein Interesse an meinem Sohn. Du wirst ihn nicht mehr anrühren. Dafür werde ich sorgen. Deine starke Willenskraft hat nach der Replikation noch einmal immens zugenommen. Du warst der Einzige, der sich gegen die Beförderung zum Elexitor wehren konnte. Auch der Einbau eines Kontrollchips in deinem Kopf hatte wenig Effekt. Einer der Gründe, warum ich dich zur Erstellung und Führung der sechsten Macht erwählte. Wenn jemand die Skynes aufhalten kann, dann du. Warum die sechste Macht? Warum so ein Aufwand? Die Skynes wollen den Planeten planieren. Schon vergessen? Und ich werde sie nicht mehr daran hindern können. Für sie bin ich mittlerweile der Feind und nicht weiter einer von ihnen. Wer kann es ihnen verdenken? Woher diese große Willensstärke?
Was hast du mit mir gemacht, dass selbst die Skyans sie nicht verstehen? Die Gabe, besonders große Macht über das Elex auszuüben, ist in der Konstellation und Harmonie der DNA eines Individuums begründet. Die Willenskraft eines Individuums ist eine dieser Gaben. Es gibt auch noch andere. Übermenschliche Kreativität oder Vorstellungskraft. Auch übermenschliche strategische oder mathematische Problemlösungsfindung. Du und ich sind nicht nur humanoide Anomalien, wie die Skyans uns weismachen wollen. Wir sind Elementare des Elex, mein Freund. Unsere Gaben geben uns die Macht, über uns selbst und das Schicksal der Welt zu bestimmen. Wie ist es dir gelungen, all diese Wissenschaftler an Bord von Cassandra zu schmuggeln, ohne dass jemand Wind davon bekam? Anfänglich wusste niemand etwas über den Meteoriten oder irgendwelche Raumer. Und als diese Dinge bekannt wurden, habe ich meine Forschungen auch mit allen geteilt. Es war genug da, um viele Menschen, vielleicht sogar alle, zu retten. Doch Cassandra sollte mein Projekt werden. Ich hielt es geheim, weil ich wusste, naja, der Grund, warum Kalan niemals abgehoben ist, liegt ja auf der Hand. Die Menschen hatten sich zerstritten und jeden Fehler oder Problem auf den anderen abgewälzt. Dieses Schicksal sollte Cassandra nicht teilen. Also hast du alle aus dem Weg geräumt, die es hätten ausplaudern können. War es nicht so? Das ist in der Tat ein dunkles Kapitel. Und ich möchte ungern daran erinnert werden. Deine Wissenschaftler oder was auch immer sie heute sind, sprechen von der Singularität, als wäre sie eine Gottheit. Ist sie das denn nicht? Sie birgt Geheimnisse, die selbst ich in Tausenden von Menschenleben an Forschung niemals ergründen könnte. Sie spendet das ewige Leben. Sie erschafft neue Lebensformen aus dem Nichts. Sie entscheidet über unser aller Leben und Tod. Prinzipal Tayak sagte, dass sie sich auf uns zubewegt. Sie wird bald hier sein und mit uns kollidieren. Und nach allem, was ihr mir erzählt, ist das etwas völlig anderes als ein einfacher Meteorit. Sie wird uns alle vernichten. Was ist sie also anderes als die pure Göttlichkeit? Hör auf, mich zu verarschen, das bringt uns nicht weiter. Wie verhindern wir das, du Genie? Es gibt Wege, die die Skyans schon seit der Sichtung ihrer Annäherung eingeschlagen haben. Das ist es, was die Skyans antreibt. Das ist es, was sie tun. Darum sind die Menschen, die ihren Plan durchkreuzen wollen, verzichtbar und werden vernichtet. Ach ja? Und wie soll dieser Plan aussehen? Alles zu seiner Zeit, Jax. Wir müssen erst einmal diesen Krieg überleben, bevor wir uns mit dem nächsten befassen können. All diese komplizierten Dinge, all diese Jahrzehnte, die hinter uns liegen, was für ein Aufwand! Das ist der Preis für das ewige Leben. Und ich zahle ihn. Leider zahlen ihn auch alle anderen Menschen für dich mit. Du bist ein Mörder! Und wie würdest du das bezeichnen, was die Skyans gerade mit den Menschen anstellen? Was haben wir denn damals getan, als wir die Konverter gebaut haben, um aus den Menschen das Elix auszuquetschen? Was willst du, Jax? Gerechtigkeit? Weltfrieden? Dann doch lieber die Möglichkeit, vor Gott selbst zu treten und das ewige Leben zu empfangen. Du hast mich immer angelogen und eine Marionette aus mir gemacht. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich quittiere hier und heute meinen Dienst. Wir müssen uns nicht bekämpfen, Jax. Doch, das müssen wir. Sonst werde ich mich nie aus dieser Knechtschaft befreien. Na schön, ganz wie du willst. Aber rechne nicht damit, dass ich mich kampflos ergebe. Doch sollte ich gewinnen, dann sei dir gewiss, dass ich auch dein Vermächtnis mit Würde vertreten werde. Wir beenden das jetzt. Ganz wie du willst.
Oh, genug geredet. Oh. Das ist in seinem Gesicht. Das ist in sein Gesicht explodiert. Ich stehe direkt vor dir. Das ist das dein Plan? Ist das dein Plan? Das ist anscheinend sein Plan. Okay. Oh. Was mein? Hat sie? Die dachten also, dass ich dem Berserkern beitrete. Ja. Unwichtig, ich muss weitermachen, sonst gibt es bald nichts mehr, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Wie war das nochmal? Menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Sie dachten also, dass ich mich den Berserkern beitreten werde. Gutes Deutsch, Patrick. Gutes Deutsch. Da oben ist ein Aussichtsturm. Das wird ein langer Weg. Darüber. Was haben wir hier sonst noch? Hier, ich glaube, diese Brücke war ich schon. Wird immer besser, mein Deutsch. Immer besser. Komm schon. Langer Weg hier rauf. Wenn ich einen besseren Weg finde. Vielleicht. Das schaut ein bisschen näher aus. Von legendäre Loot. Das ist ein besserer Weg. Irgendwo werde ich doch ein legendäres Schwert finden. Doch, da schaffe ich es nie rauf. Funkempfänger geortet. Versuche Verbindungsaufbau. Was machst du denn jetzt schon wieder, Kleiner? Versuchst du dich etwa mit diesem Turm da zu verbinden? Positiv. Starte ersten Verbindungsversuch. Verbindungsversuch fehlgeschlagen. Starte zweiten Verbindungsversuch. Zweiter Verbindungsversuch fehlgeschlagen. Starte dritten. Lass gut sein, diese Geräusche haben sich nicht gesund angehört. Manuel hinauf. Ich bin der Baum. I am Groot. Klimmzug, ja. Oh. Ich hoffe, es zahlt sich einmal aus. Das wäre doch schon was. Wenn es sich einmal auszahlen würde, auf so einen Turm raufzufliegen. Oh. Alles für ein... Nein! Oh. Ist nicht mal gestorben. Alles für ein bisschen Elex. Wirklich nur ein bisschen Elex. Oh, da oben liegt noch was. Oh Mist. Oh Mist. Jax, komm schon.
Rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Mist. Verdammt. Jetzt geht's. Jetzt schaffen wir es. Nie wieder. Krieg ich auf so einen Turm rauf. Was? Sagt die Karte, dass hier drüben ist. Dann wir, ja, ob wir darüber kommen. Oh je. Nein! Ich hab's überlebt, komischerweise. Wo bin ich hier? Oh, ich weiß schon. Okay. Cool, cool, cool. Machen wir ein paar Roboter wieder hin. Direkt um die Ecke. Diese Seite. Ah, das Gespräch war ja wieder ewig lang. Lustig, wenn genau auf dem Turm, wo ich vorbeigeflogen bin, die legendäre Loot gewesen wäre. Ivan? Du, warte mal. Ja, was gibt es? Du bist doch bestimmt einer dieser Kerle, die viel herumkommen, oder? Kann schon sein, warum fragst du? Keine Ahnung, ob du es schon weißt, aber hast du dich mal gefragt, warum alle Leute in Magalan dieselbe Währung verwenden? Bitte was? Nun ja, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Alle liegen sich ständig in den Haaren wegen irgendwelcher territorialer Ansprüche oder Ideologien. Keiner gönnt dem anderen das Schwarze unter den Fingernägeln. Aber trotzdem, bei der Bezahlung und Werthaltigkeit des Elixids sind sich alle einig. Willst du dich bei jemandem beliebt machen? Dann bringst du einfach eine ausreichende Menge Elixid mit. Und jeder ist plötzlich dein bester Freund. Ist es nicht so? Und warum ist das so? Auf irgendwas müssen die Menschen sich doch einigen, sonst versinkt alles im absoluten Chaos. Ja, ja, schon richtig. Nur, warum musste es ausgerechnet Elixid sein, hm? Aber ich kann dir auch erst einmal erklären, worauf ich eigentlich hinaus will. Dann schieß mal los. Ich hätte da eine Idee, wie wir all unsere finanziellen und auch strukturellen Probleme mit einem Schlag lösen könnten. Niemand müsste mehr Hunger leiden. Und die Kleinkriege um Ressourcen und Ländereien würden endlich der Vergangenheit angehören. Klingt vermessen, und wie soll dieses Wundermittel funktionieren? Nein, kein Mittel. Eine zentral gesteuerte Kapitalverwaltung, die allen Bedürfnissen der Menschen gerecht werden würde. Es würde sich niemand mehr über alle Maßen bereichern und es würde keine armen Schlucker mehr geben, die dich für ein Stück Brot über die Klinge springen lassen würden. Was hast du vorher gemacht? Ich bin Kleriker, wie du unschwer erkennen kannst. Alleine das schon sollte dir zeigen, dass ich ein Menschenfreund bin und es gut mit dir meine. Ach ja? Du wärst nicht der erste Kleriker, der jemanden übers Ohr gehauen hätte. Beantwortet aber nicht meine Frage.
Ich war früher oft im Hort und bereicherte mit meiner Expertise über diverse Möglichkeiten der Besitzanreicherung unsere Gemeinschaft. In den letzten Tagen werden meine Dienste allerdings nicht mehr so gebraucht wie in den Zeiten des Horts. Lass mich raten, sie haben dich rausgeschmissen. So hart würde ich es vielleicht nicht formulieren. Leider gilt der Prophet nichts im eigenen Lande. Die anderen haben wenig Sinn für das Mehren von Besitztümern. Vor allem dann nicht, wenn man es über das Wohl der Gemeinschaft stellt. Ich finde, das ist immer eine Frage des Standpunktes. Du willst also so etwas wie eine Bank eröffnen? Ja, schon ziemlich nah dran. Aber es wäre keine klassische Bank mit all ihren Problemen und Unzulänglichkeiten. Mein unschlagbares Konzept nenne ich den Kapitaltempel. Aha. Ja, ein unvergleichliches System zur Vermögensverwaltung und Steuerung aller Besitztümer der Menschen von Magallan. Mit diesem unfehlbaren Konzept wären wir in der Lage, all unsere Geschäfte und Belange abzuwickeln. Und das alles, ohne dass es Streitigkeiten gibt und sich jemand über den Tisch gezogen fühlt. Wenn du willst, kann ich dir noch mehr davon erzählen. Zuerst will ich von dir aber wissen, ob du an einer solchen Aktion überhaupt interessiert wärst. Ich würde ungern meine Zeit verschwenden, wenn ich dir all die Einzelheiten unterbreite. Du redest zu viel. Du kannst einfach auf die Fresse kriegen. Finger weg von meinem Elixit. Ich verstehe deine Skepsis. Doch lass dir sagen, es würde sich für dich lohnen. Schau mal, du wärst einer der Ersten, die bei mir ein... Du redest zu viel. Bist du bescheuert? Auf jeden Fall. Oh. Bewusstlos. Naja. Noch so eine Red-Mission machen wir nicht. Und hier habe ich gerade einen Teller. Er packt einfach mal einen Teller raus. Das ist mein Rückzug, denn wenn wir zuerst freischießen. Da verspeist. Doch nicht Ivan, oder? Den habe ich hin. Händler. Au. Vorratskisten. Das heißt, dazu gibt es eine Mission. Ich hoffe nicht, dass es die Mission ist. Ja, bloß Ware. Die der obere Typ mir gerade reden wollte. Okay, ich sehe nichts. Wird sich schon wer finden, der mir diese Ware abnimmt. Okay, Alex. Oh, der Händler kommt mir bekannt vor, der tot am Boden liegt. Oh, Liebler. Oh, reden. Das reden alle so viel. Ich kann nicht mehr mithalten mit den ganzen Gesprächen. Da gehe ich nur ein. Über eine
Teller rausnehmen. Der ist mal down. Den habe ich da doch noch nicht gelootet. Hier bin ich doch mit Ivan vorbeigekommen. Ich hoffe, das ist nicht zu anstrengend auf den Augen. Wen haben wir hier noch? Gott. Roni, wo ist die Drohne? Die haben die Bäume verhängt. Und damit die... Was gibt es in dieser Schlucht hier unten? Klauen. Aber da schießen wir uns trotzdem mal durch. Falls da was Legendäres liegen sollte. Hohes Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Einsturzgefahr oder Gegnergefahr? Und Elex. Da ist eine Drache da oben. Downers. Der ist hier oben. Gregor kommt mir nicht bekannt vor. Er kommt runter fast. So komme ich hier nicht drauf zu ihm. Gehen wir Krieger besuchen. Und dann gehen wir nochmal runter hier. Der lang verschollene Begleiter Gregor ist hier oben. Jeder Lieblingsbegleiter. Da müssen wir schon mal raufschauen. Wolf-Begleiter wäre auch cool gewesen. Als ich Fox das erste Mal sah, war da ein Wolf in der Cutscene. Und ich dachte, dass der Wolf der Begleiter ist. Und dann war es der Fuchs. Sehr enttäuschend. Wenn man schon einen Fuchs haben kann, will man nicht den Fuchs kriegen. Menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit akzeptabel. Wenn man schon den Wolf haben kann. Oh, ja, reden geht halt nicht. Alles klar, Kriegelein. Er kuschelt mit der Fliege da. Hey du, hör mal. Pass auf, die Gegend hier ist gefährlich. Sagt wer? Na ich. Ich bin auf der Jagd nach etwas Großem. Und genau in dieser Gegend soll es zu finden sein. Also pass auf deinen Arsch auf, sonst ist er Trollfutter.
Du jagst Trolle? Erstmal nur den einen, diesen angeschlagenen Unhold aus der Gegend da drüben. Den traue ich mir wohl noch zu. Was ist mit dir? Interesse? Du jagst allein? Du meinst, wo meine Jungs sind? Die Schisser sind weggelaufen, als sie hörten, was ich vorhabe. Aber kein Problem. Ich bin der Stärkste unter ihnen und mache eh meist lieber mein eigenes Ding. Da brauche ich keine Hemden, die mir im Weg rumstehen. Du allerdings. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Bums vertragen. Ein angeschlagener Troll. Was genau heißt das? Meine Jungs haben vor ein paar Tagen beobachtet, wie dieser Unhold über einen hervorstehenden Felsen gestolpert ist. Er muss sich dabei eine schlimme Verletzung am Bein zugezogen haben. Er humpelt seitdem sehr verdächtig durch die Gegend und scheint sich nicht mehr so richtig wehren zu können. Genau der richtige Zeitpunkt, ihm den Gnadenstoß zu versetzen. Trolle jagen? Genau mein Ding. Was denn? Tatsächlich? Na Mensch, es gibt in diesem Teil der Welt also doch noch ein paar Kerle, die Mummen den Knochen haben. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Dieser Unhold humpelt irgendwo hier in der Nähe herum und wartet nur darauf, von uns aufgespürt zu werden. Nur ein Wort von dir und es geht los. Lass uns den Unhold ab. Sehr gut. Aber zuerst werde ich dich noch zu Tode looten. Der ohne mich irgendwo hinrennt oder von mir folgt. Kann doch nie so einfach sein, mal. Ha! Zu einfach. War es überraschenderweise echt. Du hast Mummen in den Knochen. Das gefällt mir. Ich muss runter zum Fluss weiter looten, Alter. Also, er rennt wieder in eine andere Richtung wahrscheinlich. Ja, er rennt genau in die andere Richtung. Oder? Weißt du, die Pfeifen, mit denen ich normalerweise unterwegs bin, kriegen ja den Arsch nicht hoch vor lauter Angst. Ah, ich hätte da zuerst looten sollen. Treibstoff, genau, was ich nicht mehr brauche. Kleiner Heiltrank. Ach komm, irgendwas Wertvolles. Nee. Wow. Das hat sich nicht ausgezahlt. Gold? Nee. Ich setze auf Stahl, Baby. Viel wertvoller. Okay, let's go. Also los. Los weiter, ich will den Unhold unbedingt erwischen. Wahrscheinlich habe ich ihn schon getötet. Unholde töten ist ja Hinterkrams in diesem Spiel. Da drüben war Schmirgo, jetzt ist er tot. Da waren Lager voller, was waren drin, glaube ich. Alps, kann das sein? Habe ich auch schon erledigt. Und sonst gibt es in dieser Gegend, glaube ich, nicht wirklich viel. Aber direkt vor mir. Ah, da ist er ja. Und der humpelt, hast du gesagt? Dafür haben wir auch angelockt. AP erledigt. Der Gegner liegt am Boden. Von hinten, der Gregor. Wir haben es geschafft, Gregor.
Gute Arbeit. So ein Schlamassel. Dein humpelnder Unhold ist erledigt. Das ist aber etwas enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, es ginge erst noch so richtig rund. Er war nicht der gefährlichste Troll, dem ich begegnet bin. Naja, muss ich uns wohl einen würdigeren Gegner suchen, was? Wie auch immer. Gute Arbeit, Kollege. Ich denke, wir sehen uns bald wieder. Dann aber mit einem wahren Gegner, der unserem Mut und unserer Stärke auch gerecht wird. Was? Halt die Ohren steif. Okay. Das ist anscheinend ein Typ, mit dem es mehrere Missionen gibt. Werden wir wahrscheinlich nicht so oft sehen mehr, hätte ich gedacht. Okay, wo muss ich jetzt hin? Hier recht vor mir. Komm schon, das geht sich aus. Smooth. Dann mit der HP. Kraftkoloss hat High Grounds, was ihm natürlich im Nachteil steht. Wenn man es in diesem Spiel weiß. Das ist kein High Ground Spiel, das ist ein Low Ground Spiel. Nur der Mann mit dem Low Ground gewinnt. Drohne, die da oben herumschwebt. Korrigiere, herumschwebte. Aber kein Level Up. Ob es hier noch was Interessantes zum Erkunden gibt, was sagt die Karte? Ich glaube, da war ich schon fast überall. Machen wir die Roboter fertig. Ruft ja nichts. Wird halt eine längere Folge. Mal abgeschlachtet werden. Aber zuerst. Bleib hier stehen. Falk! Wir müssen Maschinen zerstören, Falk. Genau dein Ding, habe ich gehört. Wer ist das? Was damit? Mitkommen. Dann gehen wir Maschinen zerstören. Roni, wo gehst du hin? Kommst du etwa auch mit? Smooth. Freistoß! Was für Gegner sind so reingeflogen? Die Kleinen. Gute Arbeit. Na, da zittert wieder einer. Sollte auch, wenn er Jack sieht. Sollten alle zittern.
Shake it off, Robot. Shake it off. Da war ein Lager ganz am Anfang von Morkons, die wir zerstört hatten. Ein Volk in Ruhe. Smooth sailing. Warum nehme ich Captain Zack raus? Pack ihn ein. Den Zack. Sonst werden den Roboter noch nervöser. Lululul. Geht weiter. Besorgniserregender Ort. Nicht wirklich. Nur ein paar Roboter und Truthähne. Schau zu, Robot. Wie ich den Truthahn zerlege. Bring die ganzen Mark zum Boden. Sonst werden die unmöglich zum wieder looten. Das war ein Uppercut. Nice. Das geben die Krallen und rohes Fleisch, also nichts wirklich Wertvolles. Ich hab's genau gesehen, du hast an den Teller gebissen. Ah, was für ein Android. In Low Ground. Oje, oje. Park, du doch was. Verdammt. So kleinen Tränke mit für diesen Kampf. Harte Arbeit. Was steht noch auf der Liste? Marakor ist verstopft mit feindlichen Robots. Noch sind wir nicht fertig. Oh. Ja, ja. Unendlich viele Robot-Fights, wir verstehen's. Wofür? Interessant ist auch hier. Schaut nicht so aus. Ein Truthahn, Toter. Nein, das untere. Hier waren wir früher schon. Das heißt, Episode. Wie lang? Ach, machen wir die Stunde noch voll. Machen wir die Stunde voll. Indem wir.
Weitere Robots killen. Yay. Zum 10. Mal zum Hangar teleportieren. Wir haben es über die Schlucht geschafft. Falk kommt dann geschossen. Sehr elegant, sehr elegant, Falk. Wow! Wann können die Dinger das? Mein letzter Heiltrank. Und Zeit für den großen. Gerissenheit. Brauchen wir doch auch nicht. Bis 200. 100%. Oh, ein weiterer Turm, wo wir rauffliegen können. Ha, 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 ha. Das wäre total Videospiel-Developers, das auf jeden Turm Schwachsinn raufhauen und dann auf einen was Gutes. Keine Ahnung, welcher der Gute sein soll. Das wäre so typisch. Oder könnte man aus einer Bergerhöhung raufhupfen? Wie aus diesem Berg hier. Interessante Kulisse. Was ist das? Besteck. Wir sind für Besteck hierher geflogen. Auf eine Eisenbahn. Mal schauen. Zahlt sich doch fast aus. Drüben ist auch ein interessanter Berg. Da fliegen wir rüber. Nur Loot und Waffen. Rezept, Eisenhaut. Nur Loot und Waffen. Und sonst was? Ich sehe nichts. Interessantes Haus hier. Legendäre Loot. Riecht's erstmal nach legendärer Loot hier. Karte sagt, wir waren hier noch nie. Wie viele Menschen hier früher wohl lebten? Keine Ahnung, Falk. Aber die Lootbrille kommt hinauf. Chile con carne. Yeah. Mist. Aber ein leichter, wie es ausschaut. Komm, nur kleiner Zeichen bitte. Das ist 5, das ist 9, das ist 2. Ey. Geht doch. Rückkehr für die legendäre Waffe. Sonst hätten wir mindestens einen Bosskampf schon gehabt. Aber ein fettes Gebäude voller Loot. Audioaufzeichnung? Nein. Was mache ich mit Salat noch schnell? Wahrscheinlich eine Kartoffelsalatpfanne. Habt ihr es gehört? Das müsst ihr diesmal gehört haben. Oder ich höre echt schon Stimmen.
jeden Fall stimmen. Ein legendäres Schwert. Langschwert. Mist. Kriegsarmbrust. Die wird wahrscheinlich auch nicht das Wahre sein. Aber muss hier was Legendäres liegen. Und zum Haus runter. Keine Klimmzüge, Mann. Das Haus wird noch fertig gelootet. Schrott. Mittlerer Elixtrank. Na dann was? Noch ein Tresor. Das ist ein nach der Episode Tresor. Lieber den Kindern trocken zu. Manchmal ist es Frauenstimme, diesmal war es glaube ich ein Bub. Okay. Episode hier vorbei. Dann Maschinen killen.